Neue Substantive auf Us. Ui, ui, ui. Muss das denn sein? Oh ja, Latein einfach erklärt. Die U-Deklination. Ihr kennt ja bereits Substantive bzw. Nomen auf Us. Die Nomen der O-Deklination nämlich. Also zum Beispiel Dominus. Nun werdet ihr neue Substantive auf Us kennenlernen, die auch in den meisten anderen Fällen das U beibehalten. Von daher spricht man bei diesen Substantiven von der U-Deklination. Da haben wir zum Beispiel Portus, der Hafen. Der Genitiv sieht gleich aus, wird aber lang gesprochen. Portus also. Der Dativ lautet Portui, der Akkusativ Portum und die Ablativendung ist wieder ein lang gesprochenes U. Portu also. Die Pluralformen lauten Portus, wieder lang gesprochen, Portuum, Portibus, Portus und wieder Portibus. Wie ihr seht, ist es jetzt umso wichtiger, dass ihr auch immer den Genitiv bei den Substantiven mitlernt. Portus, Portus, der Hafen oder Dominus, Domini, der Herr. Nur so könnt ihr unterscheiden, zu welcher Deklination das Nomen gehört. Die Substantive der U-Deklination sind in der Regel maskuliner. Eine Ausnahme haben wir aber, zum Beispiel bei Manus, Manus, die Hand, die Schar. Dieses Substantiv ist Femininum. Lernt die Endungen genau, sodass ihr erkennt, dass bei der U-Deklination die Us-Endung ganz unterschiedliche Formen sein kann. Nur aus dem Kontext, dem Satzbau, könnt ihr euch erschließen, um welchen Kasus und Numerus es sich handeln muss. Die Nomen der U-Deklination kommen doch recht häufig vor. Von daher ist es ein unbedingtes, ungeheuer wichtiges und unumkehrbares Muss, diese zu lernen. Latein einfach erklärt, die U-Deklination.